Leute, was geht ab? Irmstadt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Mörder. Heute nochmal als Special Guest zusammen mit Place. Leute, was geht? Was geht? Perfekt, das interessiert auch gar keinen. Dann zusammen mit Memo, was geht ab? Peace, alle. Alter, was geht ab? Richtiger OG am Start, Leute. Memo war, by the way, ich glaube, in der allerersten Mörderrunde, die ich überhaupt in meinem Leben gespielt habe, warst du mit am Start, Digga. Und zu guter Letzt, der gute alte MB Schmolzen. Was geht ab? Hallo, Lukas Motta? Ja, ja, heute Abend. Und da kriegt er auch noch einen Schlag, Leute. Peace, alle. Was geht? Nö. Okay Leute, bevor wir mal mit dem Video anfangen, will ich euch noch ganz kurz die neue App Dragonraya vorstellen. Ihr seht es im Hintergrund, Dragonraya ist ein Fantasy-MMORPG. Die App selber ist noch komplett neu, Leute, und jetzt für die Vorregistrierung verfügbar. In der App selber kannst du sein, wer du willst und spielen, wie du willst. Das ist halt das Geile an der App, ihr habt halt einfach eine Open World. Also ihr könnt halt einfach überall hinrennen, wo ihr gerade Bock habt. Und Leute, gönnt euch das. Ihr seht es im Hintergrund, diese Grafik für ein Handy-Game. Ich kam nicht auf mein Leben klar. Das ist mit Shadern, mit allem drum und dran, Leute. Ihr habt einfach eine riesige offene Welt, wo Jahre Zeiten sich verändern, Sonne auf und untergeht. Und Leute, ohne Flachs, die Grafik ist einfach auf einem ganz anderen Level. Also ohne Scheiß, als ich die Kooperationsanfrage bekommen habe, dachte ich, das wäre ein PC-Game oder ein PlayStation-Game, aber es ist fürs Handy, das müsst ihr euch mal geben. Im Spiel selber gibt es wirklich unendlich viel zu erkunden, Leute. Ihr habt da super viele Möglichkeiten. Es gibt einen Karrieremodus, es gibt einfach so ein richtiges soziales System. Also ihr könnt halt Freunde finden, Gruppen erstellen, einfach mit Spielern aus der ganzen Welt und du hast halt wirklich einfach dein eigenes Leben in diesem Spiel. Die App selber zocken wirklich verdammt viele Leute, also die gibt es halt nicht nur in Deutschland. Man kann die unter anderem auf Deutsch, Englisch, Russisch oder Französisch spielen. Also falls ihr Bock habt, das Ganze auf Französisch zu zocken, ab geht's, Digga. By the way, Leute, alle Links dazu sind schon in der Beschreibung. Also checkt das gerne jetzt schon mal ab. Auch die offiziellen Webseiten und. Einfach mal unten reinklicken. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lange drum herum. Wir erstellen jetzt einfach mal unseren eigenen Charakter in dem Game, Leute. Und hier habt ihr am Anfang direkt die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Klassen zu wählen. Einmal den Klingenmeister, einmal den Revolverheld, den Assassin oder den Seelentänzer, Leute. Körpergröße. Bruder, soll ein bisschen aussehen wie ich. Daher Eierkopf und ein bisschen dicker. Grüß gehen raus. Gibt halt auch verschiedene Kleidung und, Leute. Die Steuerung selber ist halt auch super easy. Und ich würde sagen, wir greifen den jetzt hier einfach direkt mal an, Leute. Uff, Digga, ab geht's, Junge. Let's go und weg ist er. Da ist der erste Fight auf jeden Fall schon gewonnen. Junge, das sieht so krank aus. Gönnt euch diese Grafik. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Es ist ein Handy-Game, Leute. Das Krasse ist, in der App gibt es auch noch Fahrzeuge, mit denen ihr rumfahren könnt. Also ihr müsst nicht nur die ganze Zeit laufen. Und generell, Leute, es gibt einfach so viel zu entdecken. Deswegen, falls du Bock hast, das Ganze mal abzuchecken. Alle Infos zur App und generell der Download, alles in der Beschreibung. Checkt es gerne ab. Checkt auch gerne die offizielle Webseite aus, Leute. Da findet ihr noch Infos zu Belohnungen und generell alle möglichen Informationen, die ihr zu dem Game braucht. Vielen Dank für die coole Kooperation. Und Leute, ohne Scheiß, gönnt euch diese App. Denn die ist einfach Next Level, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und wir machen jetzt weiter. So, ihr seht im Hintergrund, wir zocken heute mal auf einer ganz neuen Mördermap, Leute, gebaut von meinem Bauteam. Grüße ich an der Stelle raus. Und zwar zocken wir heute mal in Venedig, Leute. Und es gibt hier eigentlich nur eine Besonderheit. Man darf nicht ins Wasser, denn sobald man das Wasser berührt, stirbt man. Ihr seht schon, hier sind Fallen drin und du bist direkt am Arsch. Ansonsten gibt es auf der Map wieder super viele Geheimgänge und voll viele Möglichkeiten, alles drum dran. Aber Leute, das sehen wir alles gleich in der Runde. Ich würde jetzt eigentlich sagen, dass wir wieder einen Erklärungspart machen, aber dann schreiben mir wieder 100 Leute in die Kommentare. Das brauche ich nicht mehr. Deswegen, ja, wir labern nicht lang drum herum. Es geht los. Wir starten in die Runde und let's go. Digga, das war ein litter Übergang mit dem Let's Go. So, Leute, ich würde sagen, ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Yeah. Ja! Digga, let's go rein, die Olga. Hallo, hoch, hallo. Der guckt schon. Nein, das ist okay. Okay, so, wir gehen rein in 3, 2, 1, let's go. Ist raus. Digga, woher weißt du das so schnell? Ja, ich hab halt geguckt, ne? Der Placecraft, Digga, hier wieder an der Stelle mal wieder richtig abflachsen. Okay, Leute, man muss wieder alles droppen, der Mörder nimmt mit. Ich glaube, da sind Fallen drin und so ein Kram. Die muss der Mörder auf jeden Fall mit sich nehmen dann. Und habt dann wieder eine Minute lang Zeit, Leute, ihr kennt es inzwischen alle, Fall zu verstecken. Und dann geht's los. Wie gesagt, Jungs, nicht ins Wasser. Ihr seid instant tot. Ab ins Wasser. So, hier ist LOL, hier ist by the way ein Friedhof. Familiengrab. Kidmaeve, keine Ahnung, warum der gestorben ist. Schmocki, er war zu alt. Ohne Mann, er war der Mörder, Digga, Real Talk. Und der eine YVD, er konnte seinen Namen nicht sprechen. Digga, grüß dich raus ans Bauteam. Jawohl, Digga, wahrscheinlich Namen nicht sprechen. Bruder, also gibt's eine Waffe, ja. Und das ist der Schlüssel, ne? Ja, eine Waffe muss der Mörder ja verstecken. Welche ja, was war nochmal der Schlüssel? Ich glaube der Revolver. Revolver. Genau. Den muss der Mörder verstecken und wenn du den hast, dann hast du eine Waffe. Hast du halt den Revolver. Oh, was kann ich hier? Map sieht auf jeden Fall nice aus. Da kann man nichts gegen sagen.
der groß, hat Lukas auf jeden Fall genügend Platz, um den Schlüssel zu verstecken. Ganz genau, mein Lieber, du sagst es. Wer ist denn da? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wo seid ihr denn? Digga, ich komm hier voll, Junge. Ey, ich glaub, er wollte gerade den Schlüssel verstecken. Es gibt hier so viele Räume alleine mal. Richtig, richtig krass. Wer bist du? Wer bist du? Lukas? Ja? Hast du doch so richtig, richtig krass und hat nichts mehr gesagt. Nee. Wer rennt denn da die ganze Zeit bei Toni? Rede doch mal. Das ist Memo hier. Oder Memo mir kann. Mir. Er wollte, glaube ich, gerade Schlüssel verstecken. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Haha, Digga. Der macht sich aber verdächtig. Okay, warte mal, Digga, wo seid ihr? Der Schlüssel? Einfach was? Offene, Toni! Guck mal hier! Wo? War ich das jetzt? Hier, guck! Lol. Wenn Memo den Schlüssel hat, kann er nicht der Mörder sein. Tatsache. Wo ist Memo? Toni war auch bei mir, also er ist safe. Wo war der Schlüssel? Hier bin ich. Okay, also Mirkan oder Lukas? Mirkan oder Lukas? Hey, warte mal ganz kurz, nur mal kurz zum Real Talk. Ihr wart doch nicht seit Anfang an nur zusammen, oder? Doch, ich hab ihn die ganze Zeit gesehen. Okay, dann. Oh, Digga. Wo war der Schlüssel? Zeig. Der Schlüssel war. Da am offenen. Genau da auf der Brücke, hinter der Brücke, hinter dem Ding da. Digga, wer versteckt seinen Schlüssel einfach mitten auf der Brücke? Hier, da lag einfach hier, Digga. Ja, ist ja ein stabiles Versteck, oder? Da kommt man ja gar nicht drauf. Hä? Ja, auf jeden Fall MVP, Alter. Wer ist das? Hey, warte mal, wer ist da oben? Du hast doch nicht. Wo da oben? Oh! Warte mal, was, wenn Mirkan? Mirkan ist da oben. Tatsache. Hi. Ey, warte mal, ich hab. Bist du hier? Ey, leise, ich hab ne Vermutung. Ich bin Toni. Ich hab ne. Guck mal, da oben, Mirkan, da oben, da. Ja, das bin ich. Hi. Ich hab ne Vermutung. Mirkan wollte den Schlüssel oben hin droppen und der ist runtergefallen. Ja. Oh. Nein, ich höre nein. Oh mein Gott. Digga, einfach bastet in 10 Sekunden. Digga. Der. 10 Sekunden Mörder. Oh, bastet, Bruder. Digga. Das darf nicht wahr sein. Mirkan, was sagst du dazu? Keine Verteidigung? Ich bin unschuldig. Ja. Das sagen sie alle. Ich bin unschuldig und auf einmal war ich schwanger. Als Detective könnte ich eigentlich entscheiden auf einen Death Fist eigentlich, oder? Okay, jetzt ist er eigentlich ja Detective. Das Ding ist, jemanden random abknallen, wir müssen schon uns alle einig sein, sonst macht es ja nicht normal, keinen Sinn, Digga. Normal. Ich bin mir ja 100% einig, Digga. Wer ist denn bist da? Bist du echt sicher? Ich bin jetzt hier oben. Das Ding ist, ich weiß nicht, Digga. Wenn es einfach, ich trau sie mal nicht zu! Ich hab hier, Mirkan? Ey, ja. Ich hab hier gerade einen sterben gehört. Wo? Memo? Okay. Digga, ich komm grad ohne Scheiß nicht nach oben. Einer von euch beiden ist es. Warte mal, ich hab gar nichts gehört und ich bin auch in der Mitte. Ja, weil ich mit Memo rumgelaufen bin. Hä, ich hab uns die ganze Zeit gesehen. Einer von euch beiden ist es. Wo ist denn Decke, du Dulli? Ja, achso, oh. Ey, warte mal, hier versteckt sich einer. Einer versteckt sich in der Mitte. Junge, Lukas, du bist es sowas von 100%. Einer versteckt sich in der Mitte. Digga, ich bin gar nichts. Du bist es sowas von, Digga. Okay, Toni, Safe Call der Mörder, Digga. Jetzt oh, ich hab gerade wieder irgendwas gehört. Ich hab was gehört. Mirkan. Ja. Ich weiß es nicht, aber. Ey, ich hab Angst. Lukas, hier, Mirkan, hier, ich bin das. Lukas da redet so ja, ich bin hier. Viel, Digga. Hä, aber ich war die ganze Zeit mit Lukas, also Lukas könnte es gar nicht sein jetzt gerade. Toni ist hier oben. Digga, warte mal, jetzt mal gerade Real Talk. Wo hast du denn gehört, dass jemand gestorben ist? Weil ich hab nichts gehört. Hinterm und ich Haus. War hier mit Mirkan. Hinterm Haus. Ich war oben. Ja, hinterm Haus. Perfekt, danke für die Beschreibung, Digga. Hier hinter dem Haus, genau da in der Ecke. Also Mirkan, wenn ich sterbe, dann ist es Lukas. Weißt du, warum es eine Lüge ist, dass da jemand down gegangen ist? Warum? Weil es Memo wäre und somit die Detective-Waffe gedroppt wäre und dann. Wollte gerade sagen, dann leck ja hier eine Waffe. Toni, möchtest du uns was erzählen? Da liegt aber Munition. Ja, und wo ist die Waffe? Der Mörder kann die Waffe nicht wieder aufheben, sag mal. Vielleicht ist sie ja ins Wasser gedroppt. Okay. Toni wird gerade sehr nervös, Lukas, falls du es nicht merkst. Ich werde nicht nervös. Ich weiß, dass ich es nicht Gibt's bin. Hier ein ich weiß, dass ich es nicht bin. Töt mich und du wirst sehen, dass ich nichts droppen werde. Ich töte hier gar keinen, Digga. Ich weiß was, ohne Scheiß. Ich gehe jetzt hier weg. Weil wenn wirklich da jemand gestorben ist, dann kann auch sein, dass Mirkan da. Wobei, ich hätte es gehört eigentlich. Ich glaube, Lukas versteckt gerade die Mörderwaffe nochmal neu. Ja, safe. Ja, genau. Deswegen entfernst Minuten, du dich auch alleine. Okay, komm, wo seid ihr? Jo. Warte. Ey, wenn ich jetzt gleich nicht mehr rede, Digga, dann. Ich bin auf dem Glockenturm von Glockenvertrag. Jetzt, Junge. Hier, komm. Ey, hier oben ist die Tür offen. Ich geh jetzt hier gucken, Digga. Ob jetzt was liegt. Der Junge ist so ein 31er. Ist ja nicht mehr normal, Digga. Heftig, ne? Ja, gut, dass du hier auch gerade eine Falle platziert hast, Lukas. Alles gut? Digga, ich bin nicht mal bei dir. Gerade eine Giftfalle. Ey, Mirkan, wo bist du?
Ich bin jetzt vor so einem Haus, ich weiß nicht, wo ihr seid. Komm mal dahin, wo wir ganz am Anfang waren. Ich bin ja nicht da, wo Toni ist. Hier ist die Waffe! Tatsache! Die wurde neu versteckt. Ach, Lukas. Lukas. Digga, Toni hat dich gelesen. Ich hab dich gelesen, Bruder, wie ein Buch, Digga. Ey, das gibt's ja nicht. Hä, wo seid ihr, Toni? Du gehst down, wenn du da mit Lukas alleine bist. Nein, Digga. Nein, noch eine Giftfalle. Oh. Fallen hat der. Lukas ist im Haus. Ja, und ich werde euch beide töten und zwar auf ganz easy, Digga. Nein! Boom! Digga! Ich wusste, Bruder, die ganze Zeit. Digga, der absolute. Anders krank gespielt, Lukas, und anders krank gelesen. Der absolute Boss, Junge. Der absolute Boss. Bruder, dieser mit Milkan hat das da oben fallen lassen. Machst du das? Hast du das gemacht? Wolltest du das da oben platzieren? Was? Wolltest du das da oben auf dem Dach legen und es runtergefallen? Ja, ich hab verkackt. Bruder, er hat auf Milkan geschoben, ich hab's geglaubt. Digga! Let's go, Leute, damit geht die erste Runde an den einzig wahren Mörderboss, Digga. A Wife HD. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum, wir starten direkt in die zweite Runde. Digga, ich habe als Mörder endlich mal krass gespielt. Bruder, aber du hast krank gelesen. Huch. Ja, mal gucken, Leute. Zweite Runde, egal. Let's go, wir fangen an. So, Leute, zweite Runde. Alle wieder an den Auslosen-Bot. Digga, es ist so nervig, diese Scheiße aufzumachen. Okay, so, alle nach oben gucken, direkt nach oben gucken. Guckt alle hoch. Wir fangen an, Leute. Let's go. Junge, letzte Runde. Ich hab rasiert, ja. 3, 2, 1. Let's go. Boah, okay, Waffe raus. Mörder. Bitte nochmal Mörder. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nö, das ist einfach jede Runde. Mir kann sie selber abschießen. Ah. Okay, Leute, es geht los. Wieder auf die Runde. Die Regeln, wie eben auch. Eine Minute Mörder, ja. Waffe, sonst tot, verloren, wie kaputt. Wie gleich eben auch. Nicht gleich, gleich. Junge, reg mich mal nicht auf. Es gibt Leute, die machen das viel schlimmer. Revi sagt zum Beispiel statt Fisch, sagt er Fisch. Ich? Ja, sagst du auch nicht Tisch, sondern Tisch. Ich sag Tisch. Ja, Tisch. Was Digga, ich sag nicht Tisch. Na klar, gleich, komm. Fein, Junge, ja, komm, ich komm mal gleich zu dir. Ja, ich komm. Was sagst du denn? Ich komm gleich. Nee, ich komm gleich komm zu gleich dir. Gleich. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Map an, weil eben in der Runde waren wir eher damit beschäftigt, absolut zu rasieren. Daher auf einer ganz entspannten Basis hier heute. Hast du jetzt endlich Bart bekommen, oder was? Was habe ich bekommen? Ja, wegen Rasieren. Bart. Oh, nicht, war nicht lustig. Wurde gerade richtig unlustig meiner rausgehauen, aber gut. Das Ding ist, boah, ich überlege gerade, weil hier haben wir gerade eben schon mal gesehen, wo wir noch Mörder waren, Leute. Hier kann man ins Wasser. Ich habe voll Angst, hier ins Wasser zu gehen. Einer fehlt. Lukas ist alleine die ganze Zeit, ne? Sollen wir es? Ich riskiere es einfach, oder? Was? Er lenkt wieder ab von allem. Oh no, Digga. Lukas? Was denn? Ich dachte, du bist da irgendwann ins Wasser gegangen, bist du irgendwas rausgekommen. Ich mach's nicht, Digga, ich will es nicht riskieren. Boah, irgendwie, Memo redet gar nicht, ne? Memo? Hallo? Oh, redet gar nicht, Digga. Das ist richtig ruhig. Bruder, ich bin konzentriert auf die Revolver, Digga. Ja, hat ich jetzt auch gesagt. Ja, ich brauche ja eine Waffe, um den Mörder zu killen, Mann. Also wer auch immer da über die Dächer läuft, ne, soll da runterkommen. Ich bin Spider-Man. Ja, geh da runter, Digga. Er sagt, er ist Spider-Man, Digga. Nee, ich suche den Schlüssel Special Edition. Ja, wahrscheinlich ist der Schlüssel da oben, Alter. Irgendeinem Haus wird der versteckt. Ganz kurz, wenn ich jetzt gekillt werde, killt mich hundertprozentig Lukas. Ja, kurz natürlich anmerken. Doch, Digga. Er hat mich gerade beobachtet, Digga. Oh, warte mal, ich sehe da gerade einen. Was? Mirkan, ich sehe dich, ich bin hier auf dem Aussichtspunkt, aber ich sehe hier unten auch noch einen, da wo ich gerade hinschlage. Wo, in einem Haus drinne? Ja, zwischen den zwei Häusern. Wo genau? Ich geh mal ganz kurz den Schlüssel suchen. Zwischen den zwei Häusern? Digga, wer war das? Guck mal, ihr sagt wer genau, es war 1000 Millionen % der Mörder. Boni. Hier, wer ist das? Das bin ich. Okay, warte, der war hier, Digga, er ist abgehauen. Er Memo. Ist einfach abgehauen. Oder wo war der denn? Es war, oh mein Gott, Memo. Hey Bro, ich bin die ganze Zeit hier, Mann. Okay, geht weg von mir, Digga. Hat noch keiner den Schlüssel gefunden. Aber lebt noch jeder? Ja. Ich glaub schon, ja. Oder? Ich glaube auch. Leute. Digga, ich check grad gar nicht. Wo waren der? ja. Digga, ich bin Memo, Map, wiederholst dich 10 Millionen Mal. Ey, ja, wieso sollte ich das sonst machen? Das war doch schon gegessen. Ich hab grad gegessen. Nice. Big Changas empfängt euch jetzt. Hey, auf mich wird geschossen! Wer hat geschossen? Digga, wer hat geschossen? Wo ist das? Lukas! Es ist sowas! So was Memo! So was von Memo, Digga!
Wer hat geschossen? So, Memo, so. Digga, okay, hier ist einfach eine Statue. Wartet mal. Einfach nur das Alibi, dass ein Schuss ein Tod wäre, dass ich das nicht bin. Leute, wenn der Detective redet, Schnauze halten. Hast du die Waffe? Boni, Memo, wo bist du? Ich bin oben auf dem Dach, Bruder. Er hat die Waffe, Digga. Wo? Wohin? Komm mal alle zum großen Turm. Ich komm. Ja. Okay, Mülkan hat hier den... Ja, oben auf dem Dach, Lukas. Mülkan ist gerade vor meinen Augen gestorben. Junge, Memo, du kleiner 31er, Digga. Hey, ich war das nicht, Junge. Digga, ich komm grad zu euch. Wo seid ihr? Ich heb schnell den Schlüssel auf. Ja, warte, was wenn Toni das ist? Ich hab das Schlüssel. Das ist ja das, Moruk. Was wenn Toni es ist? Ich bin's nicht. Ich bin gerade Mülkan hinterhergerannt. Er wurde vor meinen Augen abgeknallt. Ja, deswegen ist er auch gestorben. Digga. Ey, wer ist hier im Turm? Wer ist im Turm? Ich komme jetzt im Turm gerade. Wer ist im Turm? Ich bin im Turm. Wenn ihr hochkommt, schlage ich euch tot. Ich schlag dich tot. Lukas, ich bin hier bei dem Gräber. Ist mir egal, wer hochkommt, stirbt. Wer hochkommt, stirbt, Digga. Ich habe den Mord gerade auch gesehen. Ich war zwar nicht da, aber ich hab's gesehen. Einer hat vom Dach, vom Seitenhaus geschossen und es war nicht Toni. Wer ist auf dem Dach? Ich bin auf dem Dach. Digga, es ist sowas von Memo. Ich sehe da unten die Person mit Mörderwaffe. Es ist Toni, du bist so ein Einzelner. Ich bin nicht Toni, es ist Toni. Es ist Revolver. Okay, ja, okay, er hat den Revolver. Memo's auf dem Dach gegenüber. Memo's auf dem Dach gegenüber. Es ist Memo. Oh, er schießt! Vorsicht! Junge Memo, du kleiner 31er! Digga, ich bin's nicht. Nein! Er lacht so. Digga. Heute bin ich echt Laser-Champion, Digga. Ja, auf jeden Fall, Digga. Ja, er fliegt mit seinem Kopf raus. Lukas, wo bist du? Das geht gar nichts an, Digga. Ich will doch nur, dass wir zusammen ihn besiegen. Wer ist da gerade gelandet? Wer hat hier jetzt noch Shadowbombs? Digga, das ist hier gerade richtig ungemütliche Situation. Okay, ist auf dem Dach. Ist der Memo? Lukas, lebst du noch? Lukas? Ach, Digga. Memo? Ja, Digga, macht einfach beide. Gar kein Stress, Digga, gar kein Stress, Jungs. Es wurde schon wieder geschossen. Vom Dach. Okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Bruder, wo seid ihr? Ah, jetzt auf einmal lebst du wieder, oder was? Hä? Bruder, natürlich lebe ich, aber Lukas lebt grade, auch. Eben gerade habe ich deinen Namen gerufen. Digga, ich habe gerade zwei gesehen? Leute laufen sehen. Aha. Oder Lukas tut so, als ob er tot wäre, ne? Digga, es war 100% Lukas. 100%? Digga, guck mal, wieso sollte er sich totstellen, Bruder? Ja, hier ist einer bei mir im Haus, ja? Ja, das meine ich doch. Ich bin im Turm. Ja. Lukas, Digga, als ob er schon wieder ist. Bruder, er ist so eine Mörder-Loot-Waffe, ne? Digga, ist unglaublich, Alter. Lukas, wenn du dich jetzt totstellst, dann wird's auch nicht besser. Glaub mir, dann wird's auch nicht besser. Ja, Lukas, das ist 100%. Hey, wer hat da gerade eine Shadowbomb benutzt? Nein! Er ist hier, im Haus! Na, wer lebt noch? Memo? Also ich bin nicht der Mörder, also muss es ja Memo sein. Nur auf dem Dach rumklettern bringt halt auch nichts, Memo, ne? Memo, ich werde nicht hochkommen. Ist gut. Ja, Bruder, was geht ab? Wo verschanzt du dich, Digga? Geht dich scheißegal, Digga. Bruder, du musst doch irgendwie die Mörderwaffe kriegen. Die Waffe. Du hast keine Chance. Die werde ich auch kriegen. Ja, dann weißt du, wo das ist? Ja. Ich gebe dir sogar einen Tipp, okay? Wo? Ist auf dem Dach. Aber da kommst du gar nicht hin. Denkst du also? Denn, ja. Weißt du warum? Warum? Bruder, weil ich da bin. Mann! Digga, es gibt nämlich einen Geheimgang, da kann man sich teleportieren, den habe ich eben gefunden. Aber, och, Digga. Okay, ich habe zumindest noch Toni dazu gebracht, dass Digga. Du mir da bist. Junge, wie Toni, wie blöd bist du denn? Der gibt eben schon zu, erst nur, oder? Warte, ich finde richtig gut, dass Lukas den Mörder in die Karten gespielt hat, dass er seinen Tod vortäuscht. Ich wollte, dass Toni nicht den Mörder killt. Ja, nee. Warum? Dass ich dachte. Ja. Nein, dass der Mörder dachte, ich bin vielleicht wirklich gestorben, auch an der Falle oder so. Und dann wäre halt easy, weißt du? Cool.
Oder das ändert doch nichts daran, dass ich jeden kille, den ich sehe. Ja, dann dachtest du vielleicht am Ende, es lebt nur noch Toni, guckst nur noch auf den und dann klatsche ich dich. Das war mein Ziel. Ja, aber ich hatte doch die Waffe. Ja, die Waffe, Bruder, ich sehe, wenn die Waffe droppt. Ja, ich kann die auch so klatschen. Du schlägst! Mal kurz anmerken. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei den Boys vorbei. Alle Links in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.